Bayern Erster, Dortmund Zweiter, Leipzig Dritter vor dem vierten Bundesligaspieltag. Alles wieder normal in der Fußball-Bundesliga. Weiter geht's zum nächsten Spieltag jetzt bei den Wettfreunden. Viel Spaß dabei. Vierter Spieltag der Fußball-Bundesliga. Hier sind deine Lakaien, eure Laien, wenn es um die richtigen Prognosen geht. Großartig, dass ihr dabei seid und neben mir der Mann für das neue und alte Normal. Hallo Jan. Hallo Olli. Ja, endlich mal wieder ein normaler Spieltag hier. Ja, Bayern erstmals im laufenden Kalender ja ganz oben. Ja, und ist das jetzt normal oder nur ein vorübergehender Zustand? Mal schauen. Eine auf den ersten Blick überspringbare Hürde für den deutschen Rekordmeister, aber dem widmen wir uns etwas später. Ja, wir tasten uns heute mal langsam ran. Sehr erfolgreich in die Saison gestartet. Der dritte Spieltag war dann so ein bisschen mit Durchhängern versehen. Insofern erstmal ein ganz vorsichtiges Freitagsspiel. Ja, versprüht auf den ersten Blick nicht so viel Charme, aber Jan holt da bestimmt trotzdem was raus. Aus der Partie Augsburg gegen Mainz, meinst du? Ja, das kann man natürlich was rausholen. Ja, Augsburg aktuell auf Platz 11 in der Liga, Mainz auf Platz 15. Ja, 3-1 gegen den FC St. Pauli gewonnen, die Augsburger, die vorher Städter zu Hause. War dann auch mal Zeit, da mal einen schlagbaren Gegner dann auch zu schlagen. Mainz zu Hause 1-2 gegen Bremen verloren. Allerdings, ja, das war schon so ein Niveau. Das heißt, das hätte auch durchaus anders ausgehen können. Die Bremer aber am Ende mit einem glücklichen Erfolg über die Mainzer. Und das wird in Augsburg jetzt auch nicht einfach. Nee, einfach wird es ganz bestimmt nicht. Schon allein, weil statistisch dieses Duell vor allen Dingen für Heimsiege spricht. Ja, 5 der letzten 6 direkten Duelle, unabhängig davon, wo es stattfand, gingen an den jeweiligen Gastgeber. Und in Augsburg ist es sogar noch ein bisschen eindeutiger. Ja, 6 der letzten 7 Heimspiele haben die Fuggerstädter eben an sich gezogen, den vollen Dreier mitgenommen. Ja, viele Heimsiege, ab und zu mal ein Auswärtssieg. Das heißt, ein Unentschieden scheint hier eigentlich nicht vorgesehen zu sein. Keines der letzten 17 Duelle endete mit einem X. Insofern könnte man hier natürlich eine große Remisquote erwarten. Die wird uns leider nicht kredenzt, ja, mit einer 3,5. Ja, doch eine gewisse unentschieden Gefahr, vielmehr, die von den Buchmachern hier verkündet wird. Und auch sonst alles relativ ausgeglichen. Ganz leichte Vorteile für die Mainzer mit einer 2,5. Heimsieg bringt dagegen eine 2,7, ja, 2 Zehntel mehr so im Schnitt ungefähr. Ja, erstaunlich. Vielleicht in dem Sinne, dass ja jetzt das letzte Wochenende sozusagen jeweilige Serien beendet hat. Ja, und man gucken muss, ob sich das jetzt so weiter fortsetzt. Augsburg war ja lange Krise, ja, sind ja mit 5 Niederlagen einstmals in die Sommerpause gegangen, hatten danach jetzt auch nicht gewonnen. Insofern nach 7 sieglosen Partien ja erstmals zur Tat geschritten gegen St. Pauli, ja, die ja nur noch überhaupt nicht angekommen sind. Insofern erstmal so ein bisschen Muster ohne Wert. Mal gucken, ob sie da jetzt draufsattern können. Mainz aus der ganz anderen Richtung her kommt, die waren ja saisonübergreifend 11 Partien ungeschlagen. Und vor allen Dingen zu Hause konnte man ihnen gar nichts. Ja, unter Bo Henriksen waren sie ja ungeschlagen, seitdem er eben da für die Rheinhessen tätig war, war zu Hause immer was drin. Ja, jetzt kamen die Bremer. Ja, ein bisschen ärgerlich, ziemlich ärgerlich, ja, wenn man sich auch das numerische Verhältnis zwischen beiden Mannschaften anschaut, war das sicherlich die Partie, die sie jetzt von den Umständen her eigentlich nicht hätten verlieren müssen. Hat jetzt den ganzen Saisonverlauf so ein bisschen in Frage gestellt. Ja, das 3-3 in Stuttgart war ja richtig stark. Das 1-1 gegen Union am Anfang noch so ein bisschen müde. Ja, nach dem ersten Auswärtsspiel dachte man, jetzt kommen sie. Kommen sie denn jetzt in Augsburg? Ja, in Überzahl verloren, muss man auch erstmal schaffen. Hat wahrscheinlich so ein bisschen aus dem Konzept gebracht, auch dass Jürgen Klopp mal wieder da war. Ja, hätte Mainz nicht verlieren müssen, sind wir uns eigentlich einig, ja. Meiner Meinung nach müssen sie jetzt aber auch nicht in Augsburg verlieren. Also ich bin schon irritiert darüber, dass die Mainzer hier favorisiert sind. Wenn, dann würde ich eher den Augsburgern den Sieg zutrauen, aber ja, wieder alle statistischer Wahrscheinlichkeit, diese Serie muss auch mal beendet werden. Ich tippe hier auf ein 1-1 Unentschieden. Und die Quote von 6,5 verrät schon, dass das jetzt nicht so ganz gegen den Trend ist, trotz aller Statistiken. Und ja, wenn man sich an den Statistiken langhangelt, dann geht ja nur Heimsieg, ja. Aber ich halte es dann doch eher mit den Wettanbietern, die Mainzer doch minimal besser einschätzen. Ja, einfach die Augsburger. Ich hatte ihnen eigentlich eine relativ entspannte Saison vorausgesagt. Ja, vielleicht so einen kleinen Schritt nach vorne machen, mal nicht zwischendurch zittern müssen. Das sieht jetzt anders aus. Scheinbar brauchen sie das. Ja, vielleicht brauchen sie auch immer einen Trainerwechsel in der Hinrunde erstmal, um danach so ein bisschen sich zu straffen und zur Ordnung zu finden. Bei den Mainzern, ja, das war jetzt aus meiner Sicht eher ein Betriebsunfall. Ja, die hatten sich ja jetzt konsequent positiv entwickelt. Meine Sorge war ein bisschen, dass sich dieser emotionale Faktor, ja, auf den ja Bo Henriksen extrem setzt, dass der sich relativ schnell oder irgendwann zumindest dann erschöpft. Danach sah es in den ersten beiden Partien nicht aus, gerade in Stuttgart. Ja, das war eine sehr achtbare Leistung gegen eine wirklich sehr, sehr starke, schwäbische, gastgebende Mannschaft.
Gut, gegen Bremen war jetzt auch nicht alles schlecht, kann man nicht sagen. Hm. Ja, Bremer spielen offensichtlich auch besser in Unterzahl. Ja, die hatten ja tags oder ja vor der Länderspielpause in Überzahl so ihre Probleme. Hm. Insofern passt das irgendwie ins Bild. Ich gehe auf einen knappen Auswärtssieg 2-1. Ja, stelle mich damit auch gegen den Trend zur Quote von 10. Ja, Mainz dreiert erstmals. Okay, und das ausgerechnet in Augsburg. Da bin ich mal gespannt, ob das auch wirklich so eintreffen wird. Eintreffen werden natürlich dann die Bayern in Bremen. Der alte Bundesliga-Klassiker steht mal wieder an. Ja, Bremen, wie erwähnt, 2-1 sind Mainz gewonnen. Ja, wirklich, es war ein Niveau. Captain Friedl wird dann dabei fehlen. Aber dass Bremen diese Spiele dann auch gewinnen kann, ist, finde ich, schon mal erstaunlich und bestätigt eigentlich das, was wir den Bremern vor der Saison schon zugetraut haben. Jetzt aktuell auf Platz 8. Kann doch gerne so weitergehen, wenn es für die Werderaner geht. Allerdings ja, FC Bayern natürlich doch eine etwas andere Hausnummer als Mainz. Ja, 6-1 in Kiel gewonnen. Harry Kane in bestechender Frühform, wie man so schön sagt. Und ja, wird keine einfache Aufgabe. Aber wenn die Bayern mal stolpern sollten, warum denn nicht gleich reden? Ja, warum nicht in Bremen? Ja, Bremen jetzt auch mit einer guten Serie, die sie eben anders als Mainz im direkten Duell eben fortsetzen konnten, sind jetzt seit 8 Partien ungeschlagen. Ja, und ja, haben ja auch schon ganz schön was weggerockt in dieser noch jungen Saison. Ja, das 0-0 zu Hause gegen Dortmund. Damit sind sie ja schon einem Angstgegner zu Leibe gerückt. Davor gab es ja 4 Heimpleiten in Folge gegen die Westfalen. Und da waren sie ja dem Sieg nach meiner bescheidenen Meinung doch deutlich näher. Ja, da hatten sie das Problem, dass sie in Überzahl dann plötzlich ja so ein bisschen abgebaut hatten, ja, damit nichts anfangen konnten. Mhm. Fühlten sich jetzt in Unterzahl in Mainz dann eben sehr viel wohler, haben das sehr gut hingekriegt mit dem Umschaltspiel. Ja, und gerade diese offensive Spielart, die scheint in diesem Jahr sehr zu liegen. Ja, waren ja auch schon in Augsburg durchaus torgefährlich, da ging es ja auch hin und her. Ja. Gut, am Ende eher ein gewonnener Zähler, als dass sie da den Sieg knapp verpasst hätten. Aber ja, für ein Auftaktspiel in der Fremde war das schon sehr ordentlich. Und nachdem sie gegen Dortmund einem Angstgegner zu Leibe gerückt sind, ja, kommen die Bayern ja vielleicht ganz passend. Gegen die hatten sie ja seit 2008 nie gewonnen, bis es dann am 18. Spieltag in der vergangenen Saison zum Gastspiel in der Allianz Arena kam. Damals ein 1-0 Erfolg mit Speiser, 59. Minute. Ja, eine ganz, ganz lange, das war wirklich die längste Serie, die die Bayern geltend machen konnten gegen andere Bundesligisten in Sachen ja, sichere Siege. Ja, da ist es jetzt hinten runtergekippt. Gut, zu Hause haben die Bremer natürlich noch eine ganz schöne Horror-Serie zu vermelden. Da sind sie seit 16 Heimspielen sieglos gegen den FCB. Immerhin ein Unentschieden, ja, aber 15 Niederlagen und davon eben 14 Pleiten am Stück. Ja, das ist richtig übel. Und dafür kann sich die Siegquote der Bremer eigentlich ganz gut sehen lassen. Ja, und auch die Unentschiedenquote. Das heißt, die Wettanbieter haben auch gesehen, dass da im Norden was entsteht. Eine 6,5, natürlich deutliche Favoritenstellung, aber eben nicht annähernd so hoch, wie es zu den Serien passen würde. Unentschieden 4,75 und ein Sieg der Bayern nach 1,39. Ja, also wer jetzt schon auf einen bayerischen Tapser tippen mag, warum nicht in Bremen? Die sind eigentlich ganz gut drauf in dieser Saison. Ich kann mich dazu aber noch nicht entschließen. Ja, Champions League Woche hin oder her. Ich denke, dass die Bayern 3-1 an der Weser gewinnen werden, sich allerdings obligatorisch ein Tor fangen werden. Zur Quote von 10 und irgendwie scheint ja auch so ein Favoritensieg der Bayern zur aktuellen Entwicklung zu passen. Ja, Bayern jetzt erstmals eben wieder oben oder erstmals anno 2024. Ja, dann denkt man, haben sich gefunden mit Vincent Kompany, funktioniert vielleicht ganz gut. Andererseits habe ich doch den Verdacht, dass eben ja solche Spezialisten wie Kane eben dann immer treffen, wenn es eben nicht drauf ankommt. Ja, und so ganz überzeugend war es ja bisher nicht in der Saison. Gut, in Kiel, da wurde es ihnen ja wirklich aufgedrängt, ja, mit dem Tor nach wenigen Sekunden, das 2-0 nach 6 Minuten. Haarsträubende Abwehrfehler, ja, da scheint sich doch eine Mannschaft sehr für den direkten Abstiegsplatz zu interessieren. Davor weniger überzeugend, ja, das 2-0 gegen Freiburg, das war nur eine sehr maue Leistung von beiden Mannschaften eigentlich, ja. Da ist Freiburg jetzt auch nicht über sich hinausgewachsen, um den Schaden in Grenzen zu halten. Wolfsburg, das 3-2, ja, das war ja auch mit Licht und Schatten. Insofern kann ich mir vorstellen, dass Bremen jetzt doch die erste Mannschaft wird der laufenden Saison, die den deutschen Rekordmeister zum Stolpern bringt. Ja, so ein 1-1. Nach dem ersten Champions-League-Auftritt, gut, Dinamo Zagreb scheint mir jetzt nicht unüberwindlich zu sein, ja, aber irgendwann werden die Bayern federn lassen, zumal sie nicht in Überform sind, trotz des 6-1-Erfolgs, den sie jetzt bei Holstein Kiel gefeiert hatten. Ja, Quote von 10 auch nur für das Unentschieden, ja, insofern komme ich da nicht mal besser weg als der Jan. Ja, vielleicht müssen sich die Wettanbieter da noch ein paar
andere Quoten überlegen. Die können gerne was draufpacken. Ja, eigentlich schon, ne? Aber es ist ja schon mal interessant zu beobachten, dass die Bayern da noch nicht unantastbar sind. Mal gucken, wie sich die Saison dort noch entwickelt für den deutschen Rekordmeister. Kommen wir zu einer Partie, auf die ich mich sehr freue. Frankfurt gegen Gladbach. Und zwar hat mir Frankfurt sehr viel Spaß gemacht beim 2:1 Erfolg in Wolfsburg, also wirklich absolut verdient gewonnen, ja, mit Mamouche und El Tiquete, das sah schon echt gut aus, jetzt leider ohne Trapp, der Torhüter hat sich da verletzt. Ja, Gladbach beim 1:3, bei der 1:3 Niederlage gegen den VfB Stuttgart auch einen guten Fight geliefert, aber da scheint Stuttgart so langsam auch in die Spur zu finden. Und ja, der jüngste Gladbacher Höhenflug, wenn man es denn so nennen mag, je beendet. Das verspricht mir dennoch eine fantastische Partie. Die verspreche ich mir auch und das soll sie bitte auch werden. Ich meine, das ist ja das offizielle Topspiel der vierten Runde, ja, Samstagabend. Da muss doch einiges gehen, ja, und geht es nach den Wettanbietern, geht es dann eben vor allen Dingen in Richtung der Gastgeber mit einer 1,72, unentschieden 3,8, Auswärtsquote für die Borussia eine 4,1, ja, und eigentlich kann ich mich im Großen und Ganzen nur anschließen, ja, was die Frankfurter da machen, eben mit ihrem kongenialen Duo da vorne, das sieht doch wirklich sehr unterhaltsam aus, ja. In Wolfsburg habe ich es jetzt noch nicht mal so drückend überlegen gesehen. Ne? Plötzlich ja, waren jederzeit gefährlich, aber die Wölfe dann auch gerade nach dem Ausgleich, da hättest du durchaus noch mal ganz kippen können. Ja, aber dann kam natürlich dieser Elfmeter, so Handelfmeter, kommt natürlich in solchen Situationen immer wie gerufen. Das war sehr hilfreich. Davor das Heimspiel gegen Hoffenheim, ja, sehr überzeugend. Das hat wirklich Spaß gemacht. Auch die Tore in den richtigen Momenten geschossen und in Dortmund am Anfang, da waren sie jetzt auch nicht die schlechtere Mannschaft. Ja, da kann man ja durchaus sagen, dass das so auf der Kippe stand. Kurz bevor Dortmund in Führung ging, hätten die Frankfurter durchaus auch schon mal was ja, einlegen können. Insofern stehen sie mit den 6 Punkten völlig verdientermaßen da ja, mit Blickrichtung nach oben. Ja, mal wieder auf Platz 6, wie immer. Ja, aber da geht noch einiges. Ja, da bin ich doch überzeugt, dass da noch nicht das Ende der Fahnenstange sein muss. Ich habe es ja auch in Champions League Region durchaus verortet in unserer Saisonvorschau. Ja, bei den Gladbachern muss man mit einer hochgezogenen Augenbraue doch feststellen, dass sich da die Heimschwäche der Vorsaison, die sich da schon abgezeichnet hat, jetzt fortzusetzen droht. Ja, und schon ärgerlich, weil sie ja natürlich mega starke Gegner auch vor die Brust bekommen haben und nicht mal schlecht gespielt haben. Ja, zum Auftakt wäre durchaus was drin gewesen gegen Leverkusen. Das war ja nun wirklich mega unmöglich. Ja, und ja, vielleicht auch regelwidrig, dieser Elfmeter, der dann noch gegeben wurde. Also zwingend war es nicht unbedingt. Ja, gegen Stuttgart haben sie es auch nicht schlecht gemacht. Ja. Da ist durchaus was am Entstehen. Bisher nur auswärts gepunktet. Ja, das war dann im Großen eine Pflichtaufgabe, die sie souverän gelöst haben. Ja, jetzt sieht es von den Quoten so aus, als wird es trotzdem ein kapitaler Fehlstand. Was erwartest du? Ja, ich erwarte eigentlich auch, dass die Frankfurter diese Partie gewinnen werden. Gut, Gladbach auswärts stark, aber Frankfurt habe ich dann noch zu stark gesehen. Also sollten sie auch die Borussia aus Mönchengladbach aktuell schlagen können. Ja, so ein 2:1 Erfolg für die Hessen kann ich mir ja sehr gut vorstellen. Zur Quote von 8,5. Ja, und ich denke auch, ja, bei allem Bedauern in Richtung der Fohlen, ja, hoffe, sie rutschen jetzt nicht so eine Krise. Das wäre schon schade um die doch sehr gut veranlagte Mannschaft. Ja, aber du hast ja Seoane eh als Kandidat. Genau. Ja, also ich war zwiegespalten. Ja, ich dachte mit Seoane, das wird die Saison vielleicht nicht überstehen. Ja, okay, im Moment gibt es von den Leistungen her jetzt keinen Grund, an ihm zu zweifeln. Ja. Trotzdem habe ich Gladbach eigentlich eine gute Saison vorausgesagt, weil sie eigentlich die Anlagen und Potenziale haben. Ja, in Frankfurt wird es jetzt nichts. Dafür ist die Offensive zu stark, sehr strukturiert. Das sieht wirklich gut aus, die Entwicklung, die Mainstädter da genommen haben. Ich gehe sogar auf einen deutlicheren Sieg, einfach weil ich da mit einer doch munteren, offensiven Vorstellung der Gastgeber rechne. 3:1 zur Quote von 12. Ja, das wird ja dann Gladbachs Lieblingsniederlagenergebnis. Ja, vielleicht ist es dann die Ergebniskrise. Ja, manchmal ist es auch 2:3. Das kann natürlich auch passieren. Ja. Am Ende ist es vielleicht dann doch die Ergebniskrise, die Seoane zu Fall bringt. Kann das natürlich auch passieren. Gab es ja andernorts auch schon. Ja, zwei Mannschaften, die gerade nicht über ihre Trainer diskutieren, ist ja auch noch sehr früh in der Saison. Stuttgart gegen Dortmund, auch ein tolles Spiel, haben sich die Russen letztes Jahr sehr, sehr schwer getan. Ja, Stuttgart, wie erwähnt, 3:1 in Gladbach gewonnen, sie scheinen jetzt auch wieder rein zu finden in die Saison. Der Vorjahreszweite, der Vizemeister, muss man ja sagen, ja. Mit Undav hat jetzt auch geknipst, das erste Mal alles Friede, Freude, Eierkuchen, Schwabenländle. Ja, Dortmund 4:2 gegen Heidenheim gewonnen. Das hat der Schiri meiner Meinung nach dann nochmal unnötig spannend gemacht. Es ist komisch, ich habe das Gefühl, dass Dortmund da irgendwie verschiffen wurde, aber am Ende 4:2 Heidenheim, ja, der vorherige Spitzenreiter, eigentlich chancenlos, ja, wäre beinahe nochmal eingeworden. Bin aber eigentlich ganz zufrieden mit der Dortmunder Leistung und auch da kann ja noch ein bisschen was von der Bank kommen. Ja,
ja, besser als erwartet aus meiner Sicht, das Dortmunder Heimspiel gegen Heidenheim, ja, besonders vom Ergebnis her. Ja, halt. Hat der Mädchen nicht gewonnen. Ja, genau, wir hatten ja beide auf dem X getippt, ja, einfach aus Erfahrung, dass Dortmund sich eben gegen die Heidenheimer schwer tut und die ja auch stark gestartet waren. Dazu später mehr, ja, jetzt Dortmund auch mit einem soliden Start, 7 Punkte. Sicherlich in Bremen hatten sie sich gewiss mehr erhofft, vor allen Dingen eine bessere Leistung eben. Ja, und insofern gibt es eben immer noch so ein paar Fragezeichen aus meiner Sicht bei den Schwarz-Gelben. Gut, gegen Heidenheim sicherlich war es bis zum Ende dann knapp, ja, aber war unnötig mit ein bisschen mehr Cleverness und Spielglück hätten sie das durchaus frühzeitiger entscheiden müssen. Ja, frag doch mal beim Schiedsrichter. Ja, für Jan ist das natürlich eine klare Schiedsrichterangelegenheit. Mal schauen, wie es ihr beurteilt. Würden wir uns freuen über sachkundige Einschätzungen. Ja, Stuttgart auf jeden Fall. Da kann man, oder bin ich überzeugt davon, dass die Entwicklung jetzt durchweg positiv ist. Hatte so ein bisschen Bedenken, ja, nach dem doch wieder mal völlig grundlos verdattelten Supercup und nach dem vergeigten Auftakt in Freiburg, ob es jetzt mit der grundlegend doch veränderten Mannschaft jetzt nach oben geht, ja, oder ob sie da nicht doch Probleme haben, das alles in die richtige Spur zu kriegen. Zumal es ja dann auch gegen Mainz, ja, 2 verschenkte Punkte waren, ohne jede Frage, ja, aber jetzt der Auswärtssieg, der hat doch das Ganze bestätigt, ja, dass das offensiv sehr ordentlich läuft, ja, Undav hat getroffen, Demirovic fügt sich da sehr gut ein, ja. Vielleicht trifft jetzt der Gerassi in alter Wirkungsstätte. Ja, das ist die große Gefahr für die Schwaben, ja, zumal ja die, das muss man ja kritisch anmerken, die Abwehr der Stuttgarter überhaupt nicht funktioniert, ja. Das ist ja übergelaufen für den Dortmund. Ja, ja, da ist die Qualität hin aus defensiver Hinsicht, ja, da hakt es ja doch noch gewaltig. Das war ja schon der Fortschritt, dass es jetzt in Gladbach sich der Schaden noch in Grenzen gehalten hat. Ja, davor waren es ja immer diverse Einschläge, 3 gegen Mainz und in Freiburg waren es 3 gegen Leverkusen, ja, auch 2, ja, und das in Überzahl. Ja, insofern wird da für Dortmund bestimmt was gehen. Ja. Anton sah aber auch ein bisschen unglücklich aus gegen Gegentor. Ja, da sollte er sich für Stuttgart dann noch etwas überlegen, ja, weil die Offensive ist so gefährlich, dass den Stuttgartern die Favoritenstellung mitgegeben wird mit einer 2,25 und entschiedene 3,7 Auswärtsquote, eine 2,9. Ja, da kennen ja alle ihre Pappenheimer da. Ich erwarte da auch eine muntere Partie, kein einfaches Spiel. Da das letzte Mal so schön funktioniert hat mit dem 2-2-Tippen Dortmund gegen Heidenheim, nehme ich dieses Ergebnis jetzt wieder so. Ja, zu einer extrem niedrigen Quote, nur eine 10 gibt es dafür. Ja. Eigentlich ist ja ein 2-2 so klassisch eine 12, ja, vielleicht sogar mal eine 13. Ja. Aber zwischen beiden Teams nicht unwahrscheinlich. Ja, nicht unwahrscheinlich, aber andererseits die Einschränkung. Letzte Saison 3 Duelle zwischen beiden Teams, alle 3 Duelle an Stuttgart gegangen. Ja, 2-1 im Heimspiel in der Bundesliga, dazu ein 2-0 im Pokal und auch beim BVB haben sie 1-0 gewonnen. Ja, das heißt zweimal sogar zu 0. Gut, daran ist jetzt aus meiner Sicht nicht so richtig zu denken, aber ich schätze sie doch wieder den Tick stärker ein. Ja, bin letztes Jahr immer gut damit gefahren, wenn ich auf Stuttgart gegen Dortmund getippt habe. Angstgegner. Ja, und jetzt haben sie durchaus das Potenzial, das zu verstetigen aus meiner Sicht. Knapper 2-1 Erfolg, ja, beide Teams ja in der Champions League gefordert. Ja, oh ja. Stuttgart mit einer heftigen Aufgabe, ja, aber schon am Dienstag. Insofern sollten sie sich bis zum Anpfiff hier erholt haben. Quote von 9,5 für den knappen 2-1. Schönes Sonntagsspiel, ja, stimmt. Kann meiner Meinung nach in beide Richtungen ausgehen, aber nicht auszuschließen, dass dein Tipp am Ende auch ins Schwarze trifft. Schauen wir mal, was die Schnellreiterunde für uns bereithält. Ich kann schon mal spoilern, ein bisschen mehr Übereinstimmung. Die Schnellradrunde zum 4. Bundesligaspieltag mit aufmuckender Provinz Heidenheim gegen den SC Freiburg. Der 4. empfängt den Tabellen-6. Ja, Freiburg 2-1 gegen Bochum gewonnen. Ja, also solide, auch ganz guter Fußball. Bin auch mal gespannt, was da zu erwarten ist. Ich sehe die Freiburger hier mit leichten Vorteilen. Tipp aber auf ein 2-2 Unentschieden. Zur Quote von 12 und auch ich nehme das 2-2 zur Quote von 12, ja, da ist der Gleichklang der Tipps gewissermaßen, ja, unentschieden generell sehr wahrscheinlich erachtet mit 3,4, Heimsieg Heidenheim mit 2,7, leichte Favoritenstellung für den Sportclub mit einer 2,5, ja, Heidenheims Traumstart hat sich jetzt etwas relativiert, Freiburg konstant gut drauf, ja, obwohl sie auch zwischendurch in München verloren haben, ja. Keine Sensation. Kann passieren. Und ja, vor allen Dingen haben sie aber Probleme mit Heidenheim. In den letzten beiden Duellen gab es, oder in den einzigen bisherigen Bundesliga-Duellen gab es eben nur einen Zähler für den Sportclub. Insofern sind sie mit dem 2-2 wahrscheinlich ganz gut bedient. Ja, denke ich auch. Damit wäre auch Hoffenheim bei Union Berlin ganz gut bedient, denke ich mal. Die haben ja 1-4 gegen Bayer Leverkusen verloren, Matarazzo angezählt. Verliert er so ein bisschen das Standing, vielleicht geben die Eisernen aus Köpenick
ihm ja da doch das letzte Geleit noch. Ja, Union 0-0 in Leipzig. Ich tippe hier auf einen 1-0-Erfolg. Zur Quote von 9,5 und das nehme auch ich, ja, weil wenn Union in Topform ist, zu Hause spielt, dann kommt meistens ein 1-0 raus, ja, und sie sind ja in Topform, sind noch ungeschlagen, zuletzt 2-0 gespielt, ja, das ist ja das, was früher die große Stärke der Eisernen war und deswegen schlagen sich auch die Wettanbieter auf die Seite der Köpenicker mit einer 2,15 für einen Heimsieg, unentschieden 3,5, Auswärtsquote für die Kraichgauer eine 3,2, ja, letztes Jahr haben sie ausnahmsweise mal in der Alten Fürsterei gewonnen, davor aber nie. Ja, das heißt, wenn Union Normalform zustande bringt, dann sollte es eigentlich was werden. Ja, gucken wir mal in den Keller und beschäftigen uns am vierten Spieltag schon mit dem Abstiegskampf Bochum gegen Kiel. Die Bochumer müssen ja echt hoffen, dass Kiel und St. Pauli weiter ablosen, damit sie da noch über dem Strich sind und abgelegt auf dem Relegationsplatz. Wage ich mal schon mal als Saisonprognose für den Rest der Spielzeit. Daher müssen sie jetzt auch tunlichst den ersten Sieg einfahren. 2-1 gegen Kiel sollte hier machbar sein, ja. Zur Quote von 9, ja, und Bochum in der Tat favorisiert. Einfacher Heimsieg, eine 1,92. Ja, vielleicht eine knappe 2, könnte es noch werden bei einem oder anderen Buchmacher. Unentschieden eine 3,5, Auswärtsquote Kiel 3,9. Ja, das Duell der Nullinger, immerhin haben sie jetzt auch mal getroffen. Ja, aber, ja, dem Punktestand hat es nicht gut getan, ja, der Bochumer nicht. Und Kiel, wenn man was Positives sagen kann, waren sie im Vorjahr ja die mit Abstand beste Auswärtsmannschaft der zweiten Liga, hatten 39 Punkte geholt. Die zweitbeste Mannschaft war mit 32 Punkten ins Ziel gekommen. Ja, also auswärts muss kein Nachteil sein für Holstein und Bochum hat so wenig anzubieten. Ich gehe hier auf ein 1-1. Mit leichten Vorteilen sogar für die Störche. Ja, doppelte Chance x2 wäre hier durchaus eine Option für mich. Aber das 1-1 nehme ich zur Quote von 7. Ach, da sind wir doch noch anderer Meinung. Ja, Leverkusen gegen Wolfsburg, der Klassiker unter den Plastikos. Darf man das eigentlich noch sagen? Ja, Leverkusen 4-1 in Hoffenheim gewonnen. Wolfsburg 1-2 gegen Frankfurt verloren. Ja, die Wölfe siedeln sich da völlig zurecht schon wieder ein bisschen weiter unten an. Leverkusen immer ein Fünfter. 3-1 Erfolg für die Werkself, also für die Leverkusen. Ja, für die meisterliche Werkself, da schließe ich mich auch an in diesem Fall oder in diesem Fall wieder zu einer Quote von 10. Ja, letztes Jahr hatte er Leverkusen im Meisterjahr 2-0 zu Hause gegen die Wölfe gewonnen. Ja, aber davor eine wirklich, wirklich lange Durststrecke, 7-mal in Folge leer oder ja, zumindest nicht siegreich vom Platz gegangen. 3 Unentschieden, sogar 4 Niederlagen. Ja, das heißt, die Wölfe, die Niedersachsen, richtiger Angstgegner. Dafür gibt es echt eine maue Favoritenquote für die Werkself, eine 1,27, gerade mal für einen Heimsieg, Unentschieden 5,5. Auswärtsquote 8,5, aber ja, ich sehe es halt, oder wir beide sehen es wie die Bookies. Im Heimsieg führt wohl kein Weg vorbei. Tja, St. Pauli gegen Leipzig, dort wird wahrscheinlich am Auswärtssieg kein Weg vorbeiführen. St. Pauli immer noch punktlos, immerhin haben sie in Augsburg mal das Tor getroffen, Platz 17 aktuell, Leipzig auf 3, das ist doch schon mal wieder eine prophetische Tabelle, vielleicht Heidenheim ein bisschen zu hoch angesiedelt. Ja, Leipzig jetzt auch Champions League, müssen sie natürlich auch von. Ja, ich weiß nicht, also mein Tipp ist hier ein 3-0, vielleicht ein bisschen zu hoch, vielleicht wird es ein bisschen enger, aber ja, Leipzig kann auf jeden Fall im Kiez gewinnen. Ja, das sehen die Wettanbieter ganz genauso, mit einer 1,63, unentschieden 3,8, Heimquote für St. Pauli eine 5, ja, unterm Strich bringt dann das 3-0, eine Quote von 13. Ja, würde durchaus ein bisschen passen, ja, Leipzig ja im Moment zu Hause ein bisschen problematischer, gegen Bochum sich einen abgebrochen, gerade so gewonnen zum Auftakt. Gegen Union dann schon etwas enttäuschendes 0-0. Ja. Auswärts lief es deutlich besser, da haben sie ja gegen Leverkusen gewonnen. Alle Achtung, meine Herren, ja, und da sollte es eigentlich am Millantor ja auch klappen, ja, zumal St. Pauli nicht besser wird, ja, jetzt die nach meinem Dafürhalten schlechteste Saisonleistung bisher, die sie abgeliefert haben in Augsburg, ja, und ein Türchen vielleicht, das ist drin gegen die Sachsen, aber das war es dann auch, insofern gehe ich auf ein 3-1 zur Quote von 12. Ja, alles andere wäre auch eine Überraschung. Denkt ihr, das gibt die große Überraschung, dass St. Pauli gegen Leipzig gewinnt oder dass Bremen sogar die Bayern schlägt? Gut, bist mit deinem Unentschieden da ja nah dran. Sind wir sehr gespannt auf eure Meinung zu diesem 12. Bundesligaspieltag. Ja, Unentschieden, die Siege des kleinen Mannes gegen die Bayern sind wir schon wieder so weit, ganz offensichtlich. Ja, aber ja, ich bin zuversichtlich, dass Bremen zu ganz neuen Höhenflügen ansetzen kann. Bin gespannt auf eure großen Überraschungen, die ihr uns am vierten Spieltag unterbreitet. Ja, ja. Wie gesagt, gerne gegen uns tippen und dann auch am Wettschalter gerne gegen uns tippen, wenn ihr davon überzeugt seid. Ja, wir geben unser Bestes, freuen uns darauf, wenn ihr diese Bemühungen mitverfolgt, wenn wir uns dann morgen der zweiten Liga widmen. Und ja, es bleibt ja wirklich sehr unterhaltsam. Ja, die englischen Wochen gehen voran. Insofern unbedingt abonnieren. Wir haben viel zu sagen.